Heute zeige ich dir einen kompletten Make-up-Look mit meinem neuen Wunder-Make-up aus Japan. Mehr zu dem Make-up gibt es hier oder da in der Verlinkung. Einfach mal draufklicken, da erzähle ich so ein bisschen was darüber. Sehr, sehr interessant. Die Foundation habe ich jetzt schon im Gesicht. Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal. Was sehr, sehr schön an der Foundation ist, ist, dass die so einen Glow gibt, ein bisschen reflektiert und einfach unwahrscheinlich deckend ist, ohne dass sie angemalt aussieht. So, als nächstes machen wir mal hier ein bisschen Farbe auf die Wangen. Die Produkte verlinke ich euch alle unten im Text. Und kurz zur Info, davon ist nichts gesponsert. Also das habe ich alles selber bezahlt. Genau, nur damit ihr Bescheid wisst, dass das nicht irgendwie bezahlt ist. So, dann haben wir da schon mal ein bisschen Augenbrauen, finde ich immer mega, mega wichtig. Dafür habe ich jetzt hier diese Soap Brows. Das ist übrigens super, habe ich auch neu, habe ich von einer ganz, ganz lieben Lisa Dixon empfohlen bekommen. Eigentlich macht man das immer so ein bisschen nass, das ist aber von vorhin noch nass. Damit lassen sich die Augenbrauen mega gut formen. Ich mag die ja so ein bisschen buschiger, natürlicher, nicht so gerade. So. Und Augenbrauen finde ich auch überhaupt bei jedem Make-up-Look mega, mega wichtig, weil es einfach die Rahmung fürs Gesicht ist. Also wenn die Augenbrauen gut gemacht sind, sieht das Gesicht einfach ganz, ganz anders aus. Dann fülle ich danach die Lücken, weil ich habe insbesondere in der rechten so ein paar kleine Lücken. Die fülle ich mit diesem Stift hier auf. Aber auch nie, dass es so gerade wird, weil das finde ich immer so ein bisschen, ja, das finde ich nicht so schön. Also es soll alles noch natürlich aussehen. Ich hier nochmal drüber. So. Dann habe ich mir hier einen Kajalstift geholt. Den habe ich viele, viele Jahre benutzt. Wirklich, ich glaube 8, 9 Jahre. Dann war der irgendwie immer ausverkauft und dann hatte ich ihn irgendwie vergessen. Und jetzt habe ich ihn wieder neu entdeckt. Der ist in so einem Kaffeebraun. Ich mag ja nicht so gerne schwarz benutzen, weil ich finde, das sieht immer bei braunhaarigen und bei blonden immer so ein bisschen sehr angemalt aus. Also wenn man schwarze Haare hat, sieht das super aus. So, dann verblende ich das so ein bisschen. Damit es nicht so angemalt aussieht. So. Als nächstes trage ich Wimperntusche auf. Eigentlich habe ich immer diese hier. Die ist aber fast leer. Ich habe jetzt gerade so eine Notlösung nur hier. Und die klumpt immer so ein bisschen, was ich nicht so schön finde. Aber dafür gibt es so einen kleinen Kamm, der ganz gut ist. Und das andere Auge. Und wieder der Kamm. Unten mache ich immer ganz, 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 ganz wenig. Deswegen kann ich hier ruhig diese etwas ausgetrocknete nehmen. Weil ich das schöner finde, wenn da unten nicht so viel ist. Ansonsten nehmen wir noch Lippenstift. Das ist übrigens mein absoluter Lieblingslippenstift. In so einem Braunton. Mm. Bei Braun finde ich immer sehr schwer, da wirklich eine gute Farbe zu finden, die ganz natürlich aussieht. Schräger kann noch eine Lippenmaske. Ups. Was haben wir denn sonst noch hier? Sonst haben wir eigentlich gar nicht mehr. Hier so viel. Pixi Glow Spray, fast leer. Machen wir mal ein bisschen mehr Glow, ne? Dann gehe ich noch mal ein bisschen über meine Pigmentflecken drüber, hier oben auf der Stirn. Aber da brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel, weil das Make-up echt mega deckend ist.
Können wir noch mal ein bisschen was nehmen für die Augenränder. Aber minimal. Aber minimal. So. Hier oben auch noch mal was drauf. Immer schön alles einarbeiten in die Haut. Und damit wäre der Look dann auch fertig. Ein komplettes Make-up, super schnell. Alles mit der Grundlage des neuen japanischen Super-Make-ups. Ja, und ich finde, es sieht mega, mega schön aus. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es geht schnell und es ist alltagstauglich. Aber ich trage das selbst, wenn ich abends irgendwo eingeladen bin. Also mich sieht man eigentlich sehr, sehr selten sehr, sehr stark geschminkt. Also immer in natürlichen Tönen, weil ich das einfach am schönsten finde. Ich hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Falls ja, lass mir doch einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das doch mal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und falls du Produkte aus dem Ausland hast, die hier noch nicht so bekannt sind, bei denen du aber sagst, die muss man einfach unbedingt haben, schreib sie mir doch mal in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wünsche dir noch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf dich. Bye, bye.